Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Haut und Haare bin ich angekommen bei Rosacea. Da ist er. Und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenstoffe den Wirkstoffen nach. Und ich bin angekommen bei der Acelainsäure äußerlich angewendet. Die ist grün bewertet, geeignet bei Rosacea. Ich lese vor. Acelainsäure in Klammern äußerlich, grün, geeignet bei Rosacea. Acelainsäure wird als Gelzubereitung bei der Behandlung der Rosacea eingesetzt. Die Arznei verbessert das Hautbild deutlich. Häufig verschwinden Rötungen und Pusteln damit sogar völlig. Acelainsäure ist ähnlich wirksam wie Metronidazol, scheint aber etwas häufiger die Haut zu reizen. Wichtig zu wissen: Erste sichtbare Effekte sind nach 4 bis 8 Wochen zu erwarten. Sie müssen das Gel daher über mehrere Wochen täglich anwenden. Schlägt die Therapie an, können Sie das Gel mehrere Monate lang weiter anwenden. Bei 1 bis 10 von 100 Behandelten trocknet Acelainsäure die Haut an, der damit bei 1 bis 10 von 100 Behandelten trocknet Acelainsäure die Haut an der damit behandelten Stelle stark aus. Das Medikament kann Lippenherpes verschlimmern. Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Alle weiteren Hinweise für Kinder und Jugendliche, Schwangerschaft und Stillzeit finden Sie unter Acelainsäure im Anwendungsgebiet Akne. Siehe Seite 21. Der Abschnitt Rosacea schließt mit Motronidazol äußerlich angewendet und das ist grün bewertet bei Rosacea.